Moin Leute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie höchstwahrscheinlich viele wissen, wurde mein damaliger Hauptaccount gesperrt wegen Spam oder irreführender Inhalte. Und damals habe ich dazu auch ein Video gemacht, das aber allerdings nicht ganz richtig war. Deswegen möchte ich heute mit euch darüber reden, was wirklich passiert ist. Das damalige Video ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr euch auch nochmal anschauen könnt. Jetzt möchte ich darüber reden, was wirklich passiert ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Also, damals habe ich den YouTuber CrackGome gerne mal geschaut und an diesem Tag hat er, auch wie es der Zufall wollte, ein Video gemacht, wo er etwas verlost hat. Um an dieses Gewinnspiel teilzunehmen, hat er gesagt, schreibt doch gerne mal, also ich zitiere jetzt hier mal, schreibt doch gerne mal einen Kommentar, um mitzumachen, aber ihr habt eine größere Chance dabei zu gewinnen, wenn ihr mehrere Kommentare schreibt. Das bedeutet, spammt, was das Zeug hält. Zitat Ende. Anfangs habe ich da auch mitgemacht und gefühlt jede 10 Minuten 20 Kommentare abgegeben. Und wie naiv ich auch war, habe ich natürlich nicht bedacht, dass es einen Sperrgrund für Spam gibt. Ich lag dann also in meinem Bett und habe ein bisschen YouTube geschaut, bis ich dann auf einmal die E-Mail von Google bekommen habe, dass mein Account gesperrt sei. Bis jetzt haben sie dauerhaft innerhalb von ein paar Minuten mein Entschuldigungsschreiben abgelehnt. In einer Hinsicht kann ich es verstehen, aber ich denke, dass die Strafe etwas zu übertrieben ist. Jetzt kann man natürlich sagen, yo, du hast den Account hier und machst hier Videos, also kann dein alter Kanal dir vollkommen egal sein. Jein, mein alter Kanal habe ich gegründet vor 4 Jahren und vor 4 Jahren war ich 12 Jahre alt. Und schon damals habe ich Videos darauf hochgeladen. Und ich denke mal nicht, dass mir irgendjemand diese 4 Jahre wiedergeben kann. Formal tut es mir auch ein bisschen weh, diesen Kanal nicht mehr zu haben, weil dort Erinnerungen drauf sind. Nicht nur von Deutschland damals, sondern auch von meiner alten Klasse und so weiter halt. Und einfach so 4 Jahre wegzugeben, ist halt ein bisschen hart für mich. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, dass einfach 4 Jahre für mich ein bisschen hart sind, weil damals habe ich noch in Deutschland gelebt und Pipapo ist es tatsächlich ein bisschen schwer. Gut, Leute, jetzt wisst ihr auch die ganze Geschichte, wie es wirklich war und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.